Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Black Mirror. Und wir sind jetzt hier in der Kapelle auf dem Anwesen. Und sie scheint relativ kaputt zu sein, eingestürzt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Nicht der sicherste Ort zum Beten. Aber es ist doch immer noch ein heiliger Ort, den kann man doch bestimmt noch retten, oder hier? Den kann man doch bestimmt noch retten, dann wieder irgendwie. Ich meine, das ist eine schöne große Kapelle. Was ist hier geschehen? Vater, ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden. Warst du krank, wie alle sagen, oder Opfer dieses Fluchs der Gordons? Nein, das ist die Urne? Was es auch sein mag. Ich fürchte, du hast es mitunter an mich vererbt. Oh, das ist die Urne seines Vaters. Da liegt seine Asche drin. Und hier ist alles so mega kaputt, einfach ist richtig schade um die alte Kapelle. Die war bestimmt mal ein richtig schöner Ort gewesen. Da alles ganz grün da unten. Was ist denn hier los? Dies ist die Chronik der Familie Gordon. Niedergeschrieben von Sir Drummond Gordon. Im Jahre unseres Herrn 1413. Örtliche Legenden erzählen, dass dieses besondere Tal seit jeher besiedelt ist. Geheimnisvolle, kunstvoll gemeißelte Steine der Pikten sind ein zeitloser Beweis dafür. Die Einheimischen scheinen stolz auf den Rat zu sein, den sie Besuchern gern mit auf den Weg geben. Reisender, hüte dich! Die Keltenvölker kamen an diesen Ort wie eine mächtige Bestie und brachten die Blutlinien mit sich, aus denen schließlich der Gordon-Clan hervorgehen sollte. Mit ihrer überlegenen Zahl, ihren Kenntnissen und Kriegsmaschinen konnten sie die primitiven Pikten schnell unterwerfen. Mit sich brachten sie auch ihre Religion und ihre Druidenpriester. Die Magie, die diese weisen Männer nutzten, formte dieses Land für immer, sichtbar bis zum heutigen Tag. Es heißt, dass die immerwährende Bürde, die unsere Familie trägt, aus jenen Tagen stammt. Es ist wohl dokumentiert, wie das Römische Reich daran scheiterte, die wilden Schotten zu zähmen, dass sie sogar eine Mauer errichteten, um ihr mächtiges Reich zu schützen. Nur selten wird jedoch die Wahrheit hinter ihrer Niederlage erzählt. Unsere Vorfahren beschworen uralte Mächte, um ihnen zum Sieg zu verhelfen. Mächte, die der schwache menschliche Geist nicht vollends begreifen kann. Diese Hilfe war schrecklich teuer erkauft. Eine bis heute offene Schuld. Ein Preis, den wir zahlen werden, bis der letzte Gordon zu Staub zerfallen ist. Über die Jahrhunderte machten wir Gordons uns das Land untertan. Andere verneigten sich vor uns und wir bewahrten die Geheimnisse von Skahandu, die Geheimnisse des Black Mirror. Selbst als Tragödien und Wahnsinn an unseren Grundfesten zehrten, hielten wir stand und führten das Land durch heimtückische Angriffe der Engländer und noch schlimmere Plagen. Im Laufe der Zeit wurden die Gordons eins mit dem Land. Diese Pergamentrolle wurde herausgerissen. Es scheint nur noch eine Art Familienschwur übrig zu sein. In Blut sind wir gebunden an das Land, das wir schützen. An die Wahrheiten, die wir allein verbergen. Ich werde mein Leben opfern, um meinen Clan vor Leid zu bewahren. Ich werde meinen Geist opfern, um die Finsternis zu bannen. In Blut sind wir gebunden, bis zum Tage der Abrechnung. Was zum Teufel? Woher kommt diese Kälte? Okay. Gut. Das war jetzt alles sehr ausschlussreich und auch ein bisschen creepy. Und
wir haben hier anscheinend etwas mit einer größeren Leidensgeschichte auch, also mit einer großen Erfolgsgeschichte, aber auch Leidensgeschichte dieser besagten Familie Gordon zu tun, dessen Teil wir ja offensichtlich sind. Und er hat Was ist das, bitte? Darf ich das wirklich berühren? Fühlt sich so der Wahnsinn an? Das kann nicht real sein. Okay, bin ich jetzt unter Wasser? Okay, ich bin jetzt irgendwie unter Wasser. Und jetzt steht hier wieder alles. Okay. Eine Pflanze wird real. All das hier sieht aus wie der Grund eines Sees. Das sieht so aus, als wäre tatsächlich hier mal das untergegangen. Was willst du mir zeigen? Wow. Da war ein Mensch. Da fliegt sie wieder nach unten. Sie hält kein Baby, sondern irgendein schweres Objekt, um sich nach unten zu ziehen. Ah, okay, sie will auf den Grund. Jetzt liegt sie da und verschwindet. Da kommt sie wieder, okay. Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Da oben? Ist das sein Großvater, sein Vater? Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Etwas übersehen? Okay, was denn? Ihn vielleicht da oben? Vielleicht muss ich da mal hochgucken oder was? Angucken. Hä? Ich meine, ich sehe das ja, aber irgendwie habe ich tatsächlich unten was übersehen? Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Ja, ja, okay, okay. Aber wo muss ich hingucken? Also muss ich mal runter oder muss ich was bei ihr anklicken? Ich komme da hoch. Kann ich sie noch mal untersuchen? Sterben? Okay, krass. Okay. Okay, krass. Ich darf mich nicht von dem Ding erwischen. Und das finde ich ein bisschen heftig. Oh, jetzt muss ich das alles normal machen. Eieiei, really? Okay, gut. Dann hören wir uns die ganzen Geschichten nochmal an. Dies ist die Chronik der... Genau. Örtliche Legenden erzählen. Die. Ich klicke ihn hier mal durch, so. Na, batsch, bumm. Die. Mit. Wir können uns die letzte Prophezeiung nochmal angucken, wenn ihr wollt. Und die. So, weg. So, und den nochmal hier, den. Diese Pergamentrolle. In Blut sind wir gebunden. Okay. An das Land, das wir schützen. Klar. An die Wahrheiten, die wir allein verbergen. Ich werde mein Leben opfern, um meinen Clan vor Leid zu bewahren. Ich werde meinen Geist opfern, um die Finsternis zu bannen. In Blut sind wir gebunden, bis zum Tage der Abrechnung. Aha. Bis zum Tage. Okay, ja gut.
Gut, 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 gut. Die Frage ist tatsächlich jetzt, wo war der Fehler? Sich so der Wahnsinn an. Machen wir alles normal. Ich speichere dann mal lieber gleich nochmal. Vielleicht ist das der Fluch oder so, den wir hier begegnen. Der Fluch der Gordons. Das ist eigentlich alles so halb sterblich, unsterblich irgendwo. Wir wissen es nicht. All das hier sieht aus wie der Grund eines Sees. Ja, ist richtig. Da ist der Fisch. Was willst du mir? Der Fisch zeigt uns etwas. Und zwar sie, die darunter fällt. Okay, ich speichere das mal an der Stelle. Ach, das geht nicht. Ach, ich kann es hier unten gar nicht speichern. Das ist ja doof. Das ist ja richtig blöd, ey. Okay, jetzt kann ich sie hier untersuchen. Sie hält kein Baby, sondern irgendein schweres Objekt, um sich nach unten zu ziehen. Okay, jetzt kann ich hier hoch. Aber dann sagt er, er hat irgendwas vergessen. Okay, ich muss aber irgendwie... Zu ihr will ich nicht mehr. Na, ich kann tatsächlich nicht speichern, das ist ja doof. Wenn sie jetzt da liegt, kann ich da noch irgendwie hin? Nee. Ich möchte jetzt nicht denselben Fehler wieder machen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe etwas übersehen. Ich habe etwas übersehen. Ach, jetzt ist er da oben. Da ist er. Den müsst ihr doch meinen, oder? Das muss er doch... Sie fällt da runter. Und dann kommt er da oben. Ja, oder zählt das hier überhaupt noch dazu? Er hat etwas übersehen. Da wird es dunkel. Ich glaube, ich habe etwas... Wenn ich dazu nach hingehe, wird es dunkel. Und das, da muss ich wieder weggehen. Ah, jetzt. Warte mal. Ich glaube, ich habe... Da hätte ich jetzt was... Nein, nein, geh weg, geh weg. Okay, das war ein bisschen crazy gerade. Wir müssen jetzt schon auf die draufklickern. Nein, wir müssen weggehen. Wir müssen weggehen. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, aber da ist doch irgendwas... ich verstehe es nicht ganz. Sie hat auf jeden Fall so einen komischen Aktionspunkt drauf. An ihrem Bauch ist eine frische Wunde. Die Gestalt da oben muss... Edward sein. Okay, okay, okay. Jetzt klettert er rauf, alles klar. Ja, das ist die Kamera halt, so ein bisschen blöd irgendwie. Ein Zettel. Ein Zettel? Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten. Oh. Oh, jetzt ist er wieder runtergefallen. Oh, 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 oh. Geh beiseite, geh beiseite. Ja, wer bist du denn? Alles in Ordnung? Was? Achso. Ich muss den hier machen. Haben Sie gesehen? Sie ertrank. Ruhig, Sie haben einen Schock. Weshalb sind Sie hier drin rumgeklettert? Wenn ich Ihnen das sagte, Sie würden mich für verrückt halten. Seltsam. Genau das hat Ihr Vater zu mir gesagt. Wer sind Sie? Was? Wer sind Sie? Mein Name ist Dr. Lia Faber. Ich habe Ihren Vater in der Anstalt behandelt. Die Anstalt? Gehen wir zurück ins Schloss und versorgen Sie.
Tja, zurück im Schloss versorgen. Wo kann man da jemanden versorgen? Was ist dein Problem? Schon wieder regnet's. Warum ist sie hier? Ja, Anstalt fragen. Warum sprachen Sie von einer Anstalt? Wie gesagt, Ihr Vater wurde in eine eingewiesen. Wie das? Wer hat ihm das angetan? Ich. Leider konnte er ausbrechen. Was? Augenblick mal. Wie können Sie es wagen, hierher zu kommen und... Ich hab's dir gesagt. Dein Vater war ein Irrer. Ein total durchgedrehter Irrer. Beachtet mich gar nicht. Sprecht weiter. Ja. Weshalb sind Sie hergekommen? Weil ich nicht weiß, ob die Geschichte Ihres Vaters schon beendet ist und ich mit ein paar Dingen noch meinen Frieden schließen muss. Okay. Und mit welchem Recht haben Sie meinen Vater in ein Irrenhaus gesteckt? Ich war seine Ärztin. Ich verstehe, dass Sie unter Schock stehen, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so mit mir zu reden. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Er ist tot. Gute Arbeit. Jetzt hören Sie mal... Oh. Das ist mit meinem netten Cousin anscheinend irgendwas nicht in Ordnung. Das finde ich natürlich ganz tragisch, weil der ist mir richtig dick ans Herz gewachsen. Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Nein, nein! Was war das? Es war so klar, dass sie es nicht mehr bis zum Abendessen schafft. Oh mein Gott, ihr Genick ist gebrochen. Oh. Oh. Oh, fies. Gott, ey. Unter dem Rehhirsch. Ach, ach. Und sie wollte mir doch noch so viel erzählen. Meint sie, ich hätte Informationen von ihr bekommen, wenn ich anders mit ihr geredet hätte? Ich bin mir nicht so sicher, aber wer weiß. Vielleicht hätte ich doch ein paar Sachen erfahren, die mir jetzt verwehrt bleiben. Naja, mal sehen. Andy, alles wird gut. Reiß dich zusammen. Ich schlage vor, niemand geht mehr hinunter. Wir sollten den Raum so belassen, bis die Polizei kommt. Ich werde Sie sofort morgen früh verständigen. Was für ein unglücklicher Unfall. Ein Unfall? Das glaubst du? Gleich nachdem der Sohn dieses Irren hier aufgetaucht ist? Du warst es doch, der mit blutigen Händen über ihrer Leiche stand. Wie kannst du nur? Ich kam zu spät. Ich wollte ihr helfen. Sie nur. Na, mein Junge. Bringen wir dich ins Bett. Angus, würden Sie... Natürlich, Madam. Ich denke, ein bisschen Schlaf wird uns allen guttun. Ich weiß, Sie haben keinen Grund dazu, aber Sie müssen mir vertrauen. Ich stehe hinsichtlich des Todes Ihres Vaters als Einzige auf Ihrer Seite. Lady Margaret ganz sicher nicht. Aber wenn ich Ihnen von der Kapelle erzähle, stecken Sie mich in eine Gummizelle. Wie meinen Vater. Also der Butler ist auf jeden Fall nicht ganz... Ne. Wieso sind Sie hier? Um sicherzugehen, dass mein Vater wirklich unter der Erde liegt? Bei allem Respekt, Mr. Gordon, in diesem Ton können Sie nicht mit mir oder über meine Arbeit reden. Ich habe wirklich versucht, Ihrem Vater zu helfen. Ihr Vater stand bereits unter starken Medikamenten, als man ihn zu mir brachte. Um weitere Gewaltausbrüche zu verhindern, sagte Lady Margaret zumindest. Aber irgendwas kam mir komisch vor. Warum gucken die sich nicht an, wenn die miteinander reden? Das ist ein bisschen komisch. Oh nein. Wie ging es meinem Vater denn, als Sie ihn weggesperrt haben? Ich habe ihn nicht weggesperrt. Ich wollte ihm helfen. Er war überzeugt, dass irgendein alter Fluch auf ihm lag. Dass er vom Bösen verfolgt wurde. Ich wünschte, ich hätte ihn erreicht. Ihm helfen können.
Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Vielleicht lassen Sie sich mit ein bisschen Informationen abspeisen. Was ist denn von der Familiengeschichte? Das uralte Böse? Er redete ständig von einer dunklen Macht, die ihn und unsere Familie bedrohte. Brachte er ihre Mutter und sie deshalb nach Indien? Um diesem Ort möglichst fern zu sein? Ja. Ich glaube schon, ja. Und dennoch sind sie hier. Mhm. An eben dem Ort, vor dem er sie schützen wollte. Wer weiß, vielleicht birgt dieser Ort wirklich etwas Böses. Etwas Böses, das uns zurückzerrt, egal aus welcher Entfernung. Selbst von der anderen Seite der Welt. Vater war von der Familiengeschichte besessen, solange ich mich erinnern kann. Hat Ihr Vater wirklich geglaubt, die Familie sei hinter ihm her? Wer weiß, ich glaube nicht. Was ihn ängstigte, ging wohl über das Weltliche hinaus. Und was glauben Sie? Hatte Ihr Vater recht? Gibt es Dinge jenseits des Physischen? Ja, ich denke schon. Wir weichen der Frage mal aus. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Wie eine ertrinkende Frau, die durch die Luft schwebt. Wenn Sie mir wirklich helfen wollen, ich muss erfahren, was das Hausmädchen wusste. Was Lady Margaret und Angus vor mir verbergen wollten. Sie glauben, das führte zu Ihrem Tod? Vielleicht. Was ich in der Kapelle gesehen habe, muss real sein. Sie muss sich unten im See ertränkt haben. Denn wenn ich mir das alles nur einbilde... Wieder Vater, so der Sohn. Ja, so sehe ich das nämlich auch. Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Ja, krass. Um ihren Mörder zu finden? Um sicherzustellen, dass es Mord war, bevor wir jemanden beschuldigen. Ja, komm, alles... Da zeige ich dir einen... Es hat den Schlüssel. Es sei denn, wir kommen anders rein. Außenrum? Kommen wir außenrum in den Keller? Das ist ja da krass. Doch ein Garten? Alles in Ordnung? Hab dich! Hört auf, rumzualbern! Komm mit mir! Ich komm ja gleich hinein. Geh nicht! Ich will nur noch das ein bisschen... Das war keine Bitte, Mädchen! Keine Sorge. Alles wird gut. Oh. Was passiert nur mit mir? David? Ist alles in Ordnung? Beeilen wir uns. Die Hand war ein bisschen tief. Also das war sein Vater und sein Opa und seine Mama. Nee, seine Oma. Oh, er ist immer noch da, den habe ich gar nicht gesehen. Die Bewohner des Hauses sind nicht sehr redefreudig. Nicht einmal, wenn ich tatsächlich eine Frage an sie habe. Er hat ja gar nicht versucht. Der Gärtner war bislang immer ziemlich freundlich, muss ich sagen. Aber die Tür repariert, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Wenn ich herausgefunden habe, was Vater wirklich zugestoßen ist, kann ich mit meiner Familie und den Angestellten vielleicht endlich über gelassenere Themen sprechen. Ja, gut. Aber wie soll ich denn... Oder hier muss es ja dann... Das Licht ist immer noch an von dem Auto. Wie soll ich denn sonst in den Keller reinkommen? Da muss es dann irgendeine Abkürzung geben. Stimmt, die ist Margaret. Aber ja, er hat ja keinen Namen gesagt. Lady Margaret. Geht's vielleicht hier noch irgendwo rein? Da haben wir ihn noch nicht erkundet. Ich meine, wir sind schon irgendwie auf dem Weg in den Keller, oder? Also wir sollen ja schon irgendwie versuchen, in den Keller zu kommen. Aber wie, wissen wir jetzt gerade nicht. Irgendwie kommen wir da auch nicht rein in diese Hütte.
Auf jeden Fall. Oder es war die Frau, die den Selbstmord begangen hat. Vielleicht wurde sie von seinem Opa gequält. Also auf jeden Fall war das auf jeden Fall sein Opa. Nein, sein Vater. Nein, sein Opa. Der Vater war der kleine Junge. Mein Gott. Sagen wir Großvater. Der Großvater. Sind wir tatsächlich auf dem Friedhof? Ich dachte, in dieser Außengartenhütte wäre vielleicht ein Gang in den Keller. Nicht von der Kapelle. Wir müssen die Leiche des Hausmädchens im Keller untersuchen. Um ihren Mörder zu finden? Ja, okay. Um sich... Ja, komm. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Finde einen Weg in den Keller oder so. Untersuche Alisas Tod. Finden Sie... Okay, gut. Ich kann sie doch jetzt nicht hier mitnehmen, oder doch? Nochmals danke, dass Sie mir da drin zu Hilfe geeilt sind. Ich bin froh, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Gott sei Dank hatte Mr. Harrison eine Vermutung, wo Sie sein könnten. Okay, wir gehen nicht in die Kapelle. Wir brauchen doch, hier muss doch irgendwo ein Geheimgang dann sein. Warum sollten wir denn rausgehen? Und wir haben ja ganz deutlich gehört, Angus hat den Schlüssel. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg. Und ich glaube eher damit war dieses, es sei denn, wir finden einen anderen Weg gemeint. Ja gut. Wir müssen um. Ja, hier draußen, warum soll da ein Weg sein? Ich meine, sicher gibt es immer irgendwelche Geheimgänge, aber ich komme nicht in die Kapelle rein. Vielleicht unten. Klar, vielleicht unten. Wir sind ja am Wasser. Vielleicht haben wir da noch was nicht erkundet. Okay, dann lass uns mal hier runtergehen. Lass uns mal rechts lang gehen gleich. Wir gehen mal hier am Gartenhäuschen vorbei. Er ist ja immer noch am Schaffen. Haben wir ihm jeweils seine Zange zurückgebracht? Ich glaube nicht. Ganz schön windig, ne? Die Bäume gehen ganz schön ab. Aber interessant ist jetzt auf einmal nicht mehr regnet. Immer wenn wir innen sind, regnet es draußen. Oh, atemberaubend. Ah. Der Gruselsee. Wie seltsam. Sehen Sie sich das mal an. Ja. Oh. Da. Sie bilden einen perfekten Kreis. Stimmt, ja, das kann kein Zufall sein. Sieht aus, als fehle einer der Steine. Mhm. Schwer genug, um sich damit hinabziehen zu lassen. Jeder davon trägt eine Inschrift. Ja. So eine Rose habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Der Gärtner, Rory, er hat welche davon im Gewächshaus. Aha. Aha. Da fehlt wohl hier so ein Stein. Wahrscheinlich kannte er die, oder was war seine Tochter oder Frau oder so. Der ist ja auch schon ein bisschen älter, wahrscheinlich war seine Frau, Schwester. Hm. Soll er mit Rory reden? Also noch ein bisschen untersuchen da unten. Ich glaube, da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Sorry, dass ich immer so abfacken muss hier mit der Kamera, aber ich will immer versuchen, möglichst alle Blickwinkel so hinzubekommen, dass wir noch alles irgendwie entdecken könnten, was da irgendwie noch ist. Weil ich habe bei dieser komischen Kameraführung immer so ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwas verpasse. Mal gucken, ob wir ihn darauf ansprechen können oder nicht. Den guten Rory. Offenbar ja. Er scheint sehr begeistert zu sein. Runen gehen. Ah. Das ist eine ungewöhnliche Rose. So eine habe ich am Seeufer liegen sehen. Hey, die war von mir.
Eine Blume für die Blume von Skahandu. Cecilia. Aha. Meine Tante? Die sind für Sie? Ei, ich züchtete sie für Sie. Sie liebte die Rosen, Cecilia. Aber nicht die roten. Erinnerten sie an Blut, weißt du? Verzeihung, aber wäre es nicht passender, sie ihr aufs Grab zu legen? Wieso? Da ist sie doch gar nicht, Junge. Dort ruht sie nicht. Und ich halte nicht viel von eurem modernen Gott. Was ist ihr zugestoßen? Was ist Cecilia zugestoßen, Rory? Ich möchte keine alten Wunden aufreißen, Junge. Darf ich ein paar Rosen haben, Rory? Ich möchte sie auf Cecilias Grab legen. Was bedeutet sie dir? Du kanntest sie nicht. Das stimmt. Aber sie gehört zur Familie. Und Vater sprach immer so liebevoll von ihr. Er lächelte sogar, wenn er erzählte, wie er als Kind mit ihr im Garten gespielt hat. Hat er das, ja? Ei, na, das ist gut zu wissen. Ich müsste noch welche im Gewächshaus haben. Die Steine am Seeufer sind mit seltsamen Zeichen versehen. Runen? Ei, ich bin wohl etwas altmodisch. Ich mag die alten Sitten. Ein Aberglaube wird nicht vernünftiger, nur weil man schon lange daran glaubt. Denk darüber besser nochmal nach. Deine kostbare Wissenschaft kennt nicht alle Antworten, Mädchen. Wir unterhalten uns später, Rory. Ei, da bin ich sicher, Junge. Ja, das heißt, ich darf jetzt ins Gewächshaus? Bedauere, Mädchen, aber du kannst hier nicht rein. Das darf nur die Familie. Warten Sie mal. Nein, schon gut. Ich verstehe das. Gehen Sie vor und ich warte hier, wenn es sein muss. Oh. Ei, es muss sein. Ich finde den irgendwie cool. Den alten Rory. Ich weiß, es sieht nicht aus, als hätte ich einen grünen Daumen. Ja. Das ist so also das Gewächshaus. Mit verschiedensten Pflanzen und Blumen. Aber ich suche ja eigentlich einen Geheimgang. Wollen Sie noch mehr Schlösser aufbrechen, Junge? Ja. Schlösser aufbrechen finde ich schon ganz cool eigentlich, also sonst komme ich ja hier nirgendwo rein, mir verrät ja auch keine Sau irgendwas. Was haben wir denn hier Schönes? Die hier sind mausetot. Schwer, hier irgendetwas Schönes anzubauen, seit Cecilia fort ist. So ist das also. Tja, und wo sind denn jetzt seine Rosen? Oder sind die da bei ihm, wo er steht? Können Sie mir von Cecilia erzählen? Wie war sie so? Sie war ein liebes Mädchen. Aber ach, sie hatte mehr als genug Probleme. Großvater Edward? Ganz genau, Junge. Sie sagten, sie läge nicht in ihrem Grab. Ei, sagte ich. Ist sie ertrunken? Ist sie. Hat sich umgebracht. Ihre Leiche fand man nie. Mir bleiben nur noch Erinnerungen. Und die sind nicht mehr das, was sie waren. Und das dort.